Hey Leute, ich bin's wieder, Bjarne von Tennis Point, und heute habe ich für euch den neuen Schuh von Gael Monfils. Und zwar ist das hier der Essex Gel Resolution 8. Natürlich gibt es den Schuh auch als Damenversion. So sieht der dann für die Damen aus. Wir konzentrieren uns in diesem Video aber auf den Herrenschuh und vergleichen den mit dem Vorgänger, dem Gel Resolution 7. Schauen uns an, was der neue Schuh besser kann als der Vorgänger. Also bleibt dran und los geht's. Was mir optisch bei diesen beiden Schuhen sofort auffällt, ist einmal, dass der alte Gel Resolution viel geschlossener gestaltet ist vorne im Zehenbereich, denn der neue besitzt hier vorne im Zehenbereich einen komplett neuen Mesh-Einsatz. Das führt natürlich zu einer besseren Belüftung, und was mir sofort auch auffällt, ist, dass im Schnürsystem ein neues Element vorhanden ist. Das Ganze hatte nämlich der alte Schuh nicht. Da war ein normales Schnürsystem, sage ich mal. Und der Vorteil an diesem neuen Riemen soll sein, dass man so den Schuh enger zusammenschnüren kann, somit man eine bessere Stabilität und einen besseren Halt hat. Aber kommen wir weiter zu der größten Veränderung des Schuhs, und zwar ist das die komplette Sohle. Die war nämlich bei dem alten Modell nicht komplett durchgängig. Das bedeutet, es gab zwei Kontaktpunkte zum Boden, einmal hinten an der Ferse und einmal vorne an der Zehenspitze. Und unten im Fußbogen, also genau hier, gibt es eine kleine Aussparung, sodass man hier im Grunde in der Luft ist. Und das Ganze hat man jetzt bei dem neuen Schuh geändert, bedeutet so viel, die ganze Sohle ist komplett durchgängig auf dem Boden. Also hat nur einen Kontaktpunkt zum Boden. Das heißt, von der Zehenspitze bis hin zur Ferse liegt der Schuh komplett auf, sorgt natürlich einmal für einen viel besseren Grip auf dem Platz, und bei schnellen Bewegungen oder schnellen Sprüngen oder wie auch immer, sorgt der Schuh für eine viel bessere Stabilität. Für die Stabilität sorgt aber natürlich nicht nur die durchgängige Sohle, sondern auch zum Beispiel hier das neue Fersenelement hinten drauf. Das ist jetzt ein bisschen höher. Man kann das mal sehen bei dem alten Schuh. Dort war dieses Element auch hier unten in Schwarz, allerdings sehr weit unten an der Ferse. Im Gegensatz zum neuen Schuh zieht sich das ein bisschen weiter hier oben hin. Und der Schuh besitzt ein Stabilisierungselement einmal unten im Fußbogen. Das Ganze hatte der Vorgänger vermutlich auch, kann man allerdings hier bei diesem nicht so gut erkennen wie bei dem neuen Schuh. Weiter aber zur Dämpfung des Schuhs, und zwar sitzt die hier hinten in der Ferse, die sogenannte Gel-Technologie. Die zieht sich von der Ferse einmal komplett durch die ganze Sohle durch bis hin zur Zehenspitze. Das Ganze war bei dem Vorgänger nicht anders. Dort saß sie ebenfalls hinten in der Ferse und zog sich auch hier von hinten bis nach vorne zur Zehenspitze einmal komplett durch. Ein Unterschied könnte sein, dass man durch die neue Einlegesohle des Schuhs das Gefühl haben soll, dass der Schuh für einen maßgeschneidert angepasst wurde. Das heißt, die Sohle passt sich deinem Fuß individuell an. Zudem besitzt der Schuh an stark beanspruchten Stellen, wie beispielsweise hier vorne an der Zehenspitze oder aber auch hier an der Seite, einen abriebfesten Bereich. Dasselbe hatte der Vorgänger auch schon, wie hier einmal das sogenannte P-Guard oder hier vorne an der Zehenspitze. Das Ganze macht den Schuh an diesen Stellen natürlich viel widerstandsfähiger und robuster. Als kleines Fazit noch zu den beiden Schuhen. Also ich hatte beide Schuhe mal an. Fangen wir mit dem neuen an, und zwar hatte ich mir den in Größe 44 anprobiert. Ich selber habe auch Größe 44, das heißt, der Schuh passte mir perfekt. Das gleiche auch wie bei dem Vorgänger, den Gel Resolution 7. Dort passte er mir auch mit 44 sofort. Und was mir aber bei diesem Schuh besser gefallen hat, war einmal dieses neue Schnürsystem. Wie am Anfang schon gesagt, diese beiden Riemen hier. Und dadurch kann man den Schuh echt noch viel enger schnüren und hat somit noch viel mehr Halt im Schuh und viel mehr Stabilität. Aber das soll es mit dem Video gewesen sein. Ihr findet natürlich beide Schuhe unten in der Videobeschreibung. Genauso wie natürlich nicht zu vergessen auch hier den Damenschuh. Also schaut gerne unten vorbei. Dort sind alle Schuhe verlinkt. Und somit würde ich sagen, lasst einen Daumen nach oben da. Lasst ein Abo da, um hier weiteres nicht zu verpassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, macht's gut. Advantage You.